Ja, mit mir jetzt auf dem Podium weiterhin Peter Maywald und Professor Kieser, den Sie ja heute Morgen schon erleben durften. Wir wollen mal versuchen, in dieser kurzen letzten Session eine Rückschau zu halten darauf, was wir heute diskutiert haben, aber eben ganz bewusst auch mit diesem Blick nach vorn weiterhin, wie soll es weitergehen, was sind die Schlüsse, die wir aus diesen Diskussionen jetzt ziehen müssen. Ich habe eine ganze Reihe von Dingen mitgenommen. Eine Sache, die mir jetzt aus der letzten Diskussion, deswegen fange ich vielleicht mal bei dir an, Peter, hängen geblieben ist, ist die Frage auch, wie wir die Aufarbeitung in Deutschland angehen. Es gibt sicherlich diese politische Ebene, da arbeitet ihr auch dran und wir hoffen ja auch, dass dieser Entschließungsantrag des Bundestages vielleicht sogar noch im September zustande kommt. Kannst du uns vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen? Eine Frage, die so ein bisschen noch im Raum steht für mich, ist, wir haben ja einfach eine sehr große Gruppe von Deutschen, von Personen mit türkischem Hintergrund, von Deutschen mit türkischem Hintergrund, von Türken auch mit türkischem Hintergrund oder mit deutschem Hintergrund in Deutschland. Und ich stelle mir das, es gibt einmal so einen, kann man das sagen, biodeutschen Diskurs vielleicht, der hier auch hauptsächlich im Bundestag geführt wird, der sich viel um den deutschen Narrativ dreht. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, auch für Personen mit türkischem Background in Deutschland, die mit einem ganz anderen Diskurs vielleicht aufgewachsen sind, also gerade auch ältere Personen. Und wie kann man es schaffen, dass wir so einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs entwickeln? Hast du dazu Ideen? Ja, vielen Dank. In der Tat, wir haben das auch als Abgeordnete ja im Vorfeld auch von den Debatten im Bundestag zu hören bekommen, in E-Mails bekommen, gerade von, ich sag mal, Deutschen mit türkischem Background, wie wir uns denn anmaßen könnten, uns da einzumischen, wie wir denn da entsprechend uns zu der Völkermordgeschichte so äußern wollen, das würde ja gar nichts mit der Realität zu tun haben, das stände uns nicht zu, das als Völkermord zu bezeichnen, das würde die Ehre der Türken mit Füßen treten und Ähnliches. Also diese Art von Anwürfen haben wir natürlich bekommen, bis dahin, das ist ja auch kein Geheimnis, dass auch unsere Kanzlerin ja den entsprechenden Anruf aus Istanbul oder aus Ankara bekommen hat, noch den Dienstag vor der Parlamentsdebatte, dass sie doch bitte verhindern möge, dass das Parlament so debattiert, wie es denn dann debattiert hat. Abgesehen davon, dass dabei Herrn Davutoğlu offensichtlich ein etwas seltsames Demokratieverständnis dahinter stand, zu glauben, dass die Bundeskanzlerin eine Debatte des Plenums, also der Legislative, verhindern kann, war das schon, also von der Art von Druck, der gekommen ist, relativ massiv. Es ist auch ja, du hast das angesprochen, noch nicht klar, ob es uns gelingt, im September oder spätestens im Oktober eine gemeinsame Resolution des gesamten Bundestages hinzubekommen. Es laufen sehr viele Gespräche, es gibt in allen Fraktionen sehr klare Ansagen. Es gab sehr klare Ansagen ja am 24. April in der Plenardebatte, wo aus meiner Sicht auch eigentlich keine Fraktion mehr hinter zurück kann, einfach die Dinge als Völkermord zu benennen, so wie sie benannt werden müssen. Das ist aber immer noch nicht spruchreif. Also das gibt auch sicherlich noch so Kipppunkte, wo wir einfach schauen müssen, ab wann ist dann auch vielleicht noch wieder mehr öffentlicher Druck notwendig, Druck aus der Zivilgesellschaft notwendig, um eben auch alle Fraktionen im Bundestag dann da nochmal den entsprechenden Anschub zu geben, damit wir zu einer der Notwendigkeit und ich glaube auch der Bedeutung des Themas angemessen in einer gemeinsamen Erklärung kommen. Ich glaube, es ist eigentlich unangemessen, da Parteiengezänk an so einer Frage zu entzünden. Das würde der Sache nicht gerecht und das würde uns auch, glaube ich, für die politische Kultur nicht helfen. Zu der Frage, wie gehen wir damit um, diesen Diskurs auch zu einem gemeinsamen Diskurs in Deutschland mit den verschiedenen Gruppen, die in Deutschland auch dabei sind, weiterzutreiben. Wir haben vorhin schon was gehört über die Frage von Unterricht, von Unterrichtsplänen, von Schulbüchern, zur Frage von Lehrplänen. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, wenn wir gehört haben, das ist die vierte Generation, die dann gerne redet. Da sind wir ja auch, ich sag mal, bei den migrantischen Menschen mit Migrationshintergrund bei uns auch bald so weit, dass wir eben auch mit dieser Generation arbeiten dürfen, arbeiten können in unseren Schulen. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass wir da, das ist für uns als Bundespolitiker etwas schwierig, da einzugreifen. Das wisst ihr, es ist Landessache.
Kultushoheit ist sehr hoch gehängt in Deutschland. Da lassen sich die Länder auch ungern von uns Bundespolitikern reinreden. Ich glaube trotzdem, dass das ein wesentlicher Ansatzpunkt ist. Ich glaube, der zweite Punkt ist, dass die Politik, und deswegen sage ich, es ist so wichtig auch, dass wir das gemeinsam hinkriegen, deutlich macht, man lässt sich nicht einschüchtern von Interessenvertretern, die da versuchen, sehr singuläre Interessen vielleicht auch durchzusetzen, sondern dass Politik auch sagt, wir stehen auch dazu und wir versuchen eben auch deutlich zu machen, in Deutschland hat die Auseinandersetzung mit Geschichte eine hohe Bedeutung, auch über unsere eigene Holocaust-Geschichte, und wir haben auch selber nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das haben wir ja auch in der Debatte, glaube ich, am 24. ganz gut deutlich gemacht. Das kann nicht unser Anspruch sein. Wir haben, Claudia hat es gesagt, die Herero-Nama-Debatte. Wir haben aber auch auf Zukunft hin jede Menge Debatten über Srebrenica, über Ruanda, über Kambodscha. Viele Geschichten, die aufzuarbeiten sind, und insbesondere auch die Frage, wie gehen wir denn mit den drohenden Völkermorden oder mit den anlaufenden Völkermorden heutzutage um. Da wird es gut sein, wenn wir das hinkriegen, in unserer Bevölkerung die Diskussion zu führen. Es ist mit unserer Sichtweise auf Menschenrechte, mit unserer Sichtweise auf Ethik nicht zu verantworten, dazu zu schweigen. Okay. Herr Professor Kieser, ein Punkt, der vorhin auch in der Debatte mit Herrn Gust angesprochen wurde, war ja auch die Rolle, die die Wissenschaft spielen kann. Er hat sehr beklagt, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung eigentlich in Deutschland auf sehr schwachen Füßen steht, dass es eben Experten gibt wie Sie, die zum Beispiel aus der Schweiz kommen, es gibt andere Personen in der Diaspora, es gibt Forscher in Amerika. Es gibt schon in Deutschland auch Veröffentlichungen dazu, aber es ist noch keine breite wissenschaftliche Basis, wie wir sie etwa zur Holocaust-Forschung haben. Was würden Sie sagen, wäre da zum Beispiel die Aufgabe der deutschen Wissenschaftspolitik? Ja, also so wie ich es einschätze, hat bereits 2005 diese Deklaration des Bundestages zu einer wichtigen Verschiebung geführt. Vorher wurde ich praktisch nie eingeladen nach Deutschland. Ich war auch immer und bin eigentlich auch immer noch global orientiert, sehr viel in Frankreich, auch in den USA und auch in anderen Ländern. Nach 2005 bin ich mehr eingeladen worden und jetzt noch sehr viel mehr, unter anderem hier. Also ich würde sagen, dass die bemerkenswerten Veränderungen in Deutschland, ich möchte das betonen und positiv betonen als jemand, der von außen kommt, die bemerkenswerten Verschiebungen auf verschiedenen Ebenen in der deutschen politischen Kultur, insbesondere seit gut einem Jahr, die werden, da bin ich überzeugt, auch in der Hochschullandschaft ihren Niederschlag finden, nicht automatisch. Es braucht selbstverständlich Akteure, die das einfordern. Und dann konkret kann das in verschiedenen Gefäßen stattfinden. Es muss nicht unbedingt ein spezieller Lehrstuhl gerade dafür sein, aber es kann zum Beispiel ein Lehrstuhl für Geschichte der Gewalt sein, mit einem Schwerpunkt zu Gewalt im Nahen Osten des 20. Jahrhunderts. Und dann sind wir natürlich beim Völkermord an den Armeniern, aber wir sind auch in der Gegenwart, was auch ganz wichtig ist, dass wir es, Ich wollte nur noch einfach, also wirklich positiv auch sagen, dass, und weil es auch nicht unbedingt erwartbar war, dass wir heute in, Deutschland, ja, vielleicht sage ich zu viel, nur schon das Wir, da habe ich jetzt ein Fragezeichen gesetzt, ich komme ja nicht. Nun, einfach weil ich ein Stück weit involviert bin, habe ich vielleicht Wir gesagt. Effektiv finde ich bemerkenswert weiter sind. Natürlich ist ganz vieles mit dieser Äußerung des Bundespräsidenten, also ist ganz vieles darin enthalten. Und dann kommt die Bundestagsdebatte hinzu. Und damit ist aus meiner Sicht eine lang erwartete, vielleicht ersehnte, auch Erweiterung, Entkrampfung, muss man es vielleicht nennen, in der deutschen Geschichtsbetrachtung möglich geworden. Zum Teil schon, hat schon stattgefunden.
Und es ist ein bisschen das, und ich will mich jetzt nicht wiederholen, was ich im Vortrag sagte, dass tatsächlich eben der Erste Weltkrieg eine unglaubliche Verkrampfung, also fatale Verkrampfung, das ist jetzt nicht nur psychologisch gemeint, das ist wirklich auch eben ein Genickbruch ist darin drin, ein ethischer Genickbruch. Und es ist fatal, jahrelang Politik mit gebrochenem Genick zu betreiben. Und das jetzt nicht nur mit Bezichtigung seiner selbst, das reicht nicht. Das ist eine etwas typische deutsche Geste, verzeihen Sie diesen Ausdruck, auch noch 2005 sehr sichtbar in der sonst sehr wertvollen Resolution. Nein, es braucht natürlich auch den Mut zur Benennung nach außen, weil sonst ist dann das richtige Vorgehen doch nicht möglich. Und eben, also es ist automatisch, dass die Selbstkritik auch mit der Fähigkeit zur Kritik nach außen einhergeht. Das ist unvermeidbar und das ist auch sichtbar geworden seit einem Jahr in der gegenwärtigen Außenpolitik. Ja. Das könnte natürlich, also, oder das hört man auch, wenn man mit mit Vertretern der Regierung spricht, das ist natürlich etwas, was als sehr paternalistisch wahrgenommen werden kann nach außen. Die Deutschen sagen jetzt mal den Türken, wie sie ihre Geschichte zu verstehen haben. Ja, also ich möchte es nochmal so sagen, es ist im Primär, geht es darum, die Hausaufgaben einfach gründlich und in Ruhe zu erledigen. Und ich glaube, ich habe genug gesagt, was ich damit meine. Es ist einfach absolut klar, logisch, dass damit auch gewisse Elemente, sagen wir politische Elemente, auch Symbolik, eine gewisse Praxis sich dadurch auch beeinflusst wird in der Interaktion nach außen, die sicher nicht nie von oben belehrend sein soll. Aber die, wenn es um die zentralen Basics, Werte geht, einfach weil man so selbstkritisch geworden ist und wirklich eben auch die Menschheit, ich übernehme jetzt Müges Begriff, den wir nicht vermeiden können, am Schluss irgendwo müssen wir ihn auch einbringen, wenn es darum geht, sei es bei Völkermord, sei es bei den Flüchtlingen, sei es bei Krieg, dann ist eine Praxis nach außen und Worte nach außen und notfalls auch eine, ich würde nicht unbedingt sagen Schelte, aber klare Statements nach außen sind selbstverständlich. Ja. Ich würde das gerne noch ergänzen. Ich glaube, wenn wir uns heute angucken, mit welchen Konflikten wir insbesondere im Nahen Osten gerade uns zu befassen haben, aber auch auf der Krim oder in anderen Gegenden dieser Welt, wenn wir uns das anschauen, dann wird sehr deutlich, dass es genau daran fehlt, dass zwar immer wieder postuliert wird, der ein oder andere ist berechtigt, irgendwo zu intervenieren und der andere nicht, weil er angeblich eine höhere Legitimität hat, aber diese Wertebasis, auf der man sagt, internationale Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges müssen eigentlich eine Definition haben. Die fehlt an ganz vielen Stellen. Es ist durch die Tabuisierung, die mit dem Kalten Krieg zusammenging, war eine Zeit lang zumindest relativ klar, was geht und was nicht geht. Man muss das jetzt nicht gut finden, das ist auch jetzt nicht menschenrechtlich basiert, aber es war zumindest klar, was geht und was nicht geht. Und das ist seitdem an vielen Stellen weggebrochen. Das ist nicht erst auf der Krim, das ist auch im Kosovo, im Südsudan. An vielen Stellen sind Dinge, die vorher als klar gehalten, aufgeweicht worden, ohne dass ein neues System der gemeinsamen Verständigung an diesen Platz getreten ist. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, sich darauf zu verständigen, was ist denn im Zusammenleben der Völker heute zumindest das Basic, also die gemeinsame Grundlage, Wertegrundlage, auf derer wir Beziehungen auch definieren können. Und dazu gehört dann eben auch zu sagen, was nicht geht, also was nicht akzeptabel ist. Wobei, also mein Eindruck ist zumindest post-Bosnien, post-Ruanda, dass es ja schon sehr intensive Diskussionen in der internationalen Gemeinschaft gibt, was geht und was nicht geht. Also gerade, wenn es nicht zuletzt der ISTGH, der ja nun erst eine Errungenschaft der letzten Jahre ist, um sich genau dieser Verbrechen anzunehmen. Es gibt schon den Versuch, das einzugrenzen. Aber trotzdem
kommen wir immer wieder an den Punkt, die internationale Gemeinschaft, dass wir hinterher dastehen und sagen, nie wieder. Und dann fängt es wieder an. Also dazu zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, ich begrüße das ausdrücklich, dass es viel Entwicklung gegeben hat, auch nach Srebrenica mit dem Internationalen Strafgerichtshof und ähnlichen Dingen. Da hat sich viel getan, aber wir leiden darunter, dass das immer noch nicht die entsprechende Breite hat. Also wenn selbst die US-amerikanische Regierung für sich in Anspruch nimmt, dass gewisse Dinge für sie nicht gelten, dann hat das natürlich noch nicht die Universalität, die wir brauchen. Das ist so der eine Punkt. Das andere ist, wir haben auf der judikativen Seite mittlerweile vieles geschaffen. Was aber noch völlig fehlt, ist eine Art legitimierte Exekutive international. Das heißt, wir erleben ja im Moment, zum Beispiel in Syrien, dass alle gucken irgendwie, alle sagen, es ist eigentlich unerträglich, was da passiert. Aber es hat eigentlich keiner mehr eine Idee, was man tun kann, weil Militärschläge haben sich nicht bewährt. Das ist vorhin auch angesprochen worden, zu Recht. Also wie in Libyen oder so irgendwo zu intervenieren mit Militärschlägen, ohne eigentlich zu wissen, was hinterher kommt, das führt ins Chaos. Das hat den ganzen westafrikanischen Kontinent destabilisiert am Ende des Tages. Insofern kann es das nicht sein, sondern ich glaube, wir sind wirklich dringend aufgefordert, uns international darüber zu verständigen, wie Regeln eben auch präventiv durchgesetzt werden können, wie Regeln auch für alle eine gewisse Legitimation bekommen und nicht nur am Ende dann im Einzelnen dann Täter zu identifizieren, die man dann aburteilen kann. Und Ideen, wer diese Exekutive sein soll, wie diese Exekutive gebildet sein werden soll, Ideen? Naja, ich glaube, dass eine Grundlage dafür ist, dass wir insgesamt unser UNO-System deutlich demokratisieren. Ein System, wie wir es im Moment haben. Aber ich weiß selber, dass das relativ utopisch klingt, dass das auch keine Kurzfristvision ist. Aber ich glaube, ein System aufrechtzuerhalten, was eben noch mit den Strukturen des Kalten Krieges, mit Vetomächten im Weltsicherheitsrat und ähnlichen Dingen einhergeht, das wird auf die Dauer nicht ausreichen, um auf dieser Erde das friedliche Zusammenleben der Völker organisieren zu können. Sondern wir müssen diese Strukturen, die legislativen Strukturen und dann auch die exekutiven Strukturen auf UNO-Ebene dringend weiterentwickeln. Wir dürfen uns nicht davor verstecken, dass das komplizierte Diskussionen sind, dass das Diskussionen sind, die lange dauern, dass das dicke Bretter sind, die wir bohren müssen, sondern wir müssen uns auch diesen Debatten auf jeden Fall stellen. Der andere Punkt ist, solange jede Regierung selber nach strategischen Gesichtspunkten hinterher auch bewertet, was ist gut und böse, vielleicht ist das ein bisschen überzogen, aber zu sagen, wenn man sich anguckt, mit welcher zumindest verbalen Gewalt im Moment gegen Putin agiert wird von westlicher Seite und wie relativ ungeschoren einer Erdogan an vielen Stellen davon kommt, der strukturell zumindest an vielen Dingen sehr ähnlich agiert, dann entzieht das auch die Legitimität. Dann haben wir noch die Möglichkeit für eine knappe Frage oder Kommentarrunde, wie immer kurz und prägnant. Dann sind Sie meine Freunde. Ganz hinten der Herr hat sich zuerst gemeldet und dann die Dame sofort. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Mein Name ist Sari. An Peter Maywald, meine Frage richtet sich. Die Grünen habe ich eigentlich früher sehr gemocht, weil sie nicht faschistisch sind, nicht rassistisch sind. Nun, die Idee. Wenn ich jetzt ein Obst kaufen will, dann gucke ich schon, ist es Bio oder nicht. Und Sie wissen, wie Sie sicherlich auch wissen, es gibt Etikettenschwindel. Ja? Was steht, ist eben nicht. Dann gucke ich doch also zweimal, ist es richtig Bio oder nur Bio-Etikettschwindel. Jetzt frage ich Sie, sind Sie jetzt Bio-Deutsch? Ja, sind es oder vielleicht die auf Pegida Islamophobie haben, jetzt neues Wort, Türkophobie haben, sind es diese Leute, die jetzt Bio-Deutsch sind, ohne Etikettenschwindel, oder ist das jetzt auch ein Reihenfall? Hast du die Frage verstanden? Ja, ich hoffe, dass ich die Frage verstanden habe. Also ich glaube, dass es bei der Debatte überhaupt nicht
um Bio-Deutsch geht oder um Türkophobie, sondern es geht aus meiner Sicht um die Einhaltung von Menschenrechten, und zwar auf allen Seiten. Es geht eigentlich nicht darum zu schauen, wie kann ich jetzt eine Gruppe, die ich ausgrenze, gegen eine andere austausche. Im Gegenteil, es geht eigentlich um Integration, es geht darum, um Völkerverständigung, und es geht darum, miteinander friedlich ins Gespräch zu kommen und eben auch Konflikte gemeinsam zu lösen. Und dazu gehört aus meiner Sicht am Anfang, dass man die Streitthemen und auch die Dinge, die dem zugrunde liegen, die Taten, die dem zugrunde liegen, benennt. Und dann kann man in einen konstruktiven Dialog eintreten hinterher. Ja, guten Tag. Mein Name ist Kaya aus der türkischen Botschaft. Meine Frage ist an Herr Maywald. So, ist es mit internationalem Recht vereinbar, dass im Entwurf bezüglich der Ereignisse im Jahr 1915, der in den Deutschen Bundestag eingebracht wurde, der Begriff Völkermord offen Verwendung findet? Bei der Bezeichnung als Völkermord handelt es sich um einen juristischen Begriff, der nicht politisieren werden muss. Dieser Begriff ist mit der Völkermordkonvention von 1948 und in internationalen Gerichtsurteilen nach strengen Kriterien definiert. Für die Klassifizierung als Völkermord, die rechtliche Folgen mit sich bringt, ist ein internationales Gerichtsurteil erforderlich. Etwa hat die australische Regierung jüngst in einer Erklärung auf die juristische Besonderheit des Begriffs Völkermord hingewiesen und damit ausdrücklich bekundet, dass die Ereignisse von 1915 nicht als Völkermord bezeichnet werden können. So, wie beurteilen Sie daher, dass der Bundestag einen solchen Entwurf bearbeitet, der mit internationalem Recht konfligiert? Vielen Dankeschön. Dank. Herr Professor Kieser hatte sich gerade angeboten, er sagte, das wäre die ideale Frage für einen Historiker, deswegen würde ich ihm das mal überlassen. Es ist tatsächlich so, dass es ja um einen geschichtlichen Gebrauch des Begriffs Genozid geht, nicht um einen juristisch retroaktiven Gebrauch. Übrigens haben auch die Nürnberger Gerichte nicht Genozid retroaktiv auf den Holocaust angewendet. Das sei nebenbei gesagt. Und nebenbei sei auch gesagt, dass das wichtigste oder eines der wichtigsten Parlamente in Australien, nämlich von New South Wales, sehr wohl den Völkermord an den Armeniern anerkannt hat. Und auch andere Parlamente, die sich juristisch sehr viel überlegen, unter anderem in der Schweiz. Also es geht hier eben primär nicht um retroaktiven Gebrauch. Es ist unter den Juristen umstritten, inwiefern Genozid tatsächlich dennoch juristisch retroaktiv angewendet werden kann, weil es eben ein dermaßen massives Verbrechen ist. Aber bei Ihrer Frage geht es um den geschichtlichen Gebrauch der Benennung eines historischen Ereignisses eben durch diesen Terminus, der ja wohlverstanden durch Raphael Lemkin, den Schöpfer des Terminus, des Pionier der UN-Genozidkonvention, die Sie eben erwähnt haben, selbst von Anfang an auf die Armenier 1915 angewandt wurde. So, wir schaffen noch genau eine einzige Frage. Das tut mir leid. Jetzt ist es, ich würde nicht vielleicht den Referentinnen und Referenten die Chance geben, weil die gerade schon reden durften, sondern vielleicht jemanden, der noch gar keine Frage stellen durfte. Gehen Sie kurz in sich, wer das von Ihnen gewesen sein könnte. Herr Kantian war es nicht. Dann würde ich die Dame da hinten rechts. Sie müssten bitte das Mikro benutzen für unsere Dolmetscherin. Ja, Christa Lörcher aus Baden-Württemberg. Ich habe drei Vorschläge oder Bitten, die ganz kurz sind. Die erste ist, deutsche Schülerinnen und Schüler, die gehen ja sehr viel in Konzentrationslager. Und ich denke, die meisten
sind sehr beeindruckt, wenn sie dort waren. So denke ich, wäre es auch sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen das Genozidmahnmal in Jerewan kennenlernen und einfach sehen, was dort gemacht worden ist und wie es dokumentiert ist. Jetzt für deutsche Schüler wird es ein bisschen schwierig, aber vielleicht doch, dass Lehrergruppen oder dass viele, möglichst viele Besuchergruppen dass sie diese Möglichkeit wahrnehmen. Das war die erste Idee. Die zweite ist vielleicht ein bisschen leichter zu verwirklichen. Wir haben Bundestagsabgeordnete und wir haben armenische Gruppen in der Bevölkerung, in den Orten, in den verschiedenen. Und da wollte ich einfach darum bitten, wenn jetzt der Bundestag einen Vorschlag macht, ob das nicht möglich ist, dass entweder die Armenier, aber die werden schwieriger, es haben, an den Antrag zu kommen, oder die Abgeordneten oder die gemeinsam zum Beispiel das als Anlass nehmen, darüber in der Öffentlichkeit wirklich Veranstaltungen zu machen und darüber zu diskutieren. Ja, und das Letzte ist, der Genozid muss natürlich anerkannt aufgearbeitet werden. Ich habe aber trotzdem eine Bitte, die darüber hinausgeht, nämlich, dass einfach die drei Länder Armenien, Aserbaidschan und Georgien, dass nicht vergessen wird, dass dort die Zusammenarbeit ungeheuer wichtig ist und intensiviert werden müsste, damit die Bedrohung auch für Armenien nicht so groß ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal für die Vorschläge. In der Tat, die Frage der Bedeutung oder dessen, was man auch davon mitnehmen kann, wenn man so einem Mahnmal war, das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und immer besser als so etwas nur theoretisch im Unterricht zu bearbeiten. Das ist vollkommen klar. Das bringt mich nochmal zum Ausdruck meines großen Wunsches, nämlich möglichst alles zu tun, und das ist ja auch Teil unserer Anträge für den Bundestag, alles zu tun, damit die Türkei und Armenien miteinander wieder ins Gespräch kommen, vor allen Dingen auch die Grenze wieder offen sein kann, dass eben auch solche Austausche auch über die Grenzen hinweg, auch zwischen den Jugendlichen, den jungen Menschen in den beiden Ländern wieder möglich werden. Das ist mir ein sehr großes Anliegen. Ich habe das in Ruanda sehr eindrucksvoll erlebt, was so eine Gedenkstätte auch offen machen kann, auch an Strukturen aufzeigen kann. Die haben bei der Genozid-Gedenkstätte in Kigali haben die Leute vom Aegis Trust aus England gemeinsam mit der ruandischen Regierung auch so Strukturen deutlich gemacht, vom Holocaust, von dem Völkermord in Ruanda und vom Völkermord an den Armeniern. Ich glaube, das ist hilfreich, das einfach zu sehen, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit auch zu konfrontieren. Den anderen Vorschlag mit den Bundestagsresolutionsveranstaltungen. Klar, also in Oldenburg haben wir schon eine Veranstaltung gemacht im Juli jetzt gerade zum Thema. Aber logisch, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, wenn wir da Gruppen vor Ort finden, die sagen, wir machen gemeinsam so eine Veranstaltung, wir organisieren was. Dann ist es wichtig und sinnvoll, weil wir eben wollen, dass die Diskussion auch in der gesamten Gesellschaft geführt wird. Alles das, was machbar ist an Austausch, auch an deutsch-türkischem Jugendaustausch, an deutsch-armenischem Jugendaustausch, auch an Dreiecksgeschichten, gemeinsamen Workcamps, ähnlichen Dingen. All das bietet ganz viele Chancen, das ist ganz klar. Ich würde mich freuen, wenn es da mehr zu gäbe. Ich würde mich auch freuen, wenn wir auch auf Parlamentarierebene immer noch mehr Austausch hinkriegen, weil letztlich Geschichte entwickelt sich, wenn wir nicht wollen, dass sie sich im Konflikt und im Krieg entwickelt, entwickelt sie sich im Dialog. Und das ist das, woran ich auch glaube. Vielen Dank. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich weiß, Sie haben bestimmt noch viele Fragen, viele Gedanken. Halten Sie fest, nehmen Sie mit. Wir haben unten die Möglichkeit für Sie vorbereitet, noch bei einem Getränk sich ein bisschen auszutauschen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren und auch den ganzen Tag durchgehalten haben. Ich bedanke mich auch bei unseren Dolmetscherinnen und Dolmetschern, bei der Technik, dem Veranstaltungsmanagement und nicht zuletzt eben auch nochmal bei meiner Kollegin Frau Petea, die das hier alles administrativ erst möglich gemacht hat. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.